Vom 8. bis 13. Juni führt an Hannover kein Weg vorbei. Denn dann findet am weltweit größten Messestandort die weltweit wichtigste Messe im Sektor Brand- und Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit statt. Wir haben 1400 Aussteller aus 50 Ländern an Bord, die die vier Themen Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit zeigen. Also ein ganz attraktives, einmaliges Angebot für alle Interessenten aus der Welt. Besser als je zuvor ist die Weltleitmesse auch im internationalen Kontext aufgestellt. Wir haben erstmals drei Partner Ländertage eingerichtet, Italien, Frankreich, Polen. Da freuen wir uns über viel prominenten Besuch aus diesen Ländern, die wir konkret zuführen. Wir haben erstmals drei Branchentreffs geschaffen, einen im Bereich Rettung, einen im Bereich Katastrophenschutz und einen im Bereich Sicherheit. Das heißt, das sind auch Zukunftsthemen. Wir wollen ganz bewusst das Thema der Interschutz weiterfassen als den eigentlichen Brandschutz und das passt wunderbar zusammen. Die Zukunft der Rettungsbranchen wird mit einer großen Themenvielfalt abgebildet. Ein Themenschwerpunkt wird sein das Thema Sicherheitsforschung, ein relativ neues Thema für die Branche, was bei den Feuerwehren auch noch ein bisschen wachsen muss. Feuerwehr und Forschung, das sind so zwei Welten, die jetzt aufeinander prallen. Deshalb stellen wir das ganz oben an. Ein zweites Thema wird sicherlich sein, dass die VfDB ihr Label Safety Made in Germany erstmal zu Interschutz präsentieren wird. Aktuell geht es beispielsweise um das Thema Warnung der Bevölkerung. Aber das ist natürlich vor allem das Interesse auch der vielen Feuerwehrleute, die kommen. Neue Ausstattung, wir werden drei neue Feuerwehrfahrzeuge präsentieren können. Aber wir werden beispielsweise auch viel zum Thema schutzkritischer Infrastrukturen zu unseren Forschungsergebnissen präsentieren. Ja, natürlich geht es um das Fischen von Menschen. Die Feuerwehrverbände fühlen sich ja verpflichtet, Mitglieder für die freiwilligen Feuerwehren insbesondere zu finden, aber auch für die Berufs- und die Werkfeuerwehren. Das ist eine große Zukunftsaufgabe in der Demografie. Und das beginnt schon mit der Kinder- und Jugendarbeit und natürlich auch mit der Brandschutzerziehung von jungen Menschen und von Bürgerinnen und Bürgern allgemein. Durch den Fünfjahrestakt, in dem die Messe stattfindet, ist die Erwartungshaltung, aber auch die Vorfreude entsprechend groß. Feuerwehr ist so viel Emotion, das Adrenalin im Einsatz, die Kameradschaft und natürlich die Technik. Und das kumuliert alles in der Messe, das kommt alles zusammen. Und das ist einfach ein Kribbeln. Man möchte die neueste Technik sehen, man möchte sich aber auch mit seinen Kameradinnen und Kameraden darüber austauschen. Und das wird eine Woche ein ganz tolles Event werden. Wir wollen also 125.000 Besucher und mehr aus 80, 90, 100 Ländern dort begrüßen. Wollen eine echte Weltleitmesse dorthin stellen, weil die Innovation, die es da gibt es nur alle 5 Jahre. Die Aussteller richten sich richtig danach aus. Und das ist unsere Erwartung, eine Weltklasse-Messe dorthin zu setzen. Und wir sind auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen.